Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon XD der dunkle Sturm. Ja, wir sind jetzt hier in der Anfangsstadt von uns, Portoportus, und wir müssen mal schauen, ob hier was Neues irgendwie ist, denn irgendwie geht's hier nicht weiter. Dieser luxuriöse Kreuzer, der hinter dem Ersatzteilladen verstaut ist, gehört Herr Opulus. Ach ja, genau, das war ja der Herr Opulus, der ist ja hier der reichste Mann im Ort und überhaupt. Ja, ich wollte jetzt mal hier rein nochmal gucken. Hi. Ja gut, das ist der Ersatzteilladen mit dem PC-Zubehör, hier ist Junk. Das ist Dr. Abacus, der war am Anfang des Spiels, nö. Kann ich irgendwie alles nicht gebrauchen. Ist hier vorne irgendwas? Da vielleicht? Hier ist nämlich ein Boot. Nö. Das Ding ist, wir haben ein kleines Problem. Wir wissen gerade nicht, wo wir hin müssen. Es sind zwar zwei neue Gebiete freigeschaltet worden, allerdings bringen die uns nicht so viel. Und das ergibt keinen Sinn. Der Lagerturm bringt uns nichts, weil die uns nicht ins Kolosseum lassen. Das heißt, irgendwie irgendwas ist in Fennang. Aber was und wo? Das ist die große spannende Frage. Ja, das heißt, hier muss ja noch irgendwas sein. Und ich muss mich jetzt hier echt mal umgucken. Fakt ist, hier lassen sie uns auch nicht oben ins Kolosseum. Ja, okay. Weberak ist auch bereit zur Kryptoerlösung, ja. Ist jetzt ganz nett, aber kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen. Ich gehe mal in den Shop rein. Nee. Ja. Okay, der macht Urlaub. Da oben ist irgendwas. Sehr, sehr skurril. Weil ich halt nicht so gewohnt bin. Zumindest nicht von Pokémon XD oder Pokémon jetzt im Allgemeinen. Normal geht das ja immer hier irgendwo irgendwie im flüssigen Übergang. So, hier ist die gute Dame. Da kann ich nicht hin. Ja, okay. Was? Oh, 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 wir haben auf einmal irgendwas. Ach so, die Musik-CD. Okay. What the fuck? Ach so, jetzt kann ich da hoch, indem ich die abgelenkt habe. Ah, nice. Da ist irgendwas. Igemma erhält Zettel. Hey, das ist ein Brief vom Bürgermeister an Primus. Igemma liest den Brief. Primus, es braut sich etwas zusammen. Ausgerechnet unser schönes Fennang soll das nächste Ziel von Team Krypto werden. Offenbar mischen sich schon Krypto-Mitglieder unerkannt unters Volk. Sie übernehmen die Rollen wichtiger Persönlichkeiten. Wenn wir nichts unternehmen, wird Team Krypto vollkommen unbemerkt die Stadt übernehmen. Primus, du bist unsere einzige Hoffnung. Deine Fähigkeiten können unsere Stadt aus dieser Krise retten. Du, in deiner Eigenschaft als Primleiter, musst etwas unternehmen. Es könnte vielleicht schon zu spät sein. Ich spüre, dass die Bedrohung schon... Hier bricht der Brief ab. Hallo, Kleiner. Ja, was liest du denn da? Du kommst doch hoffentlich nicht auf den blödsinnigen Gedanken, Primus diesen Brief zu geben, oder? Oha! Oh, du ungezogener Bengel. Für diese Schnüffelei musst du bestraft werden. Was zur Hölle? Wie? Was? Läuft's?
Kryptoknecht 10, ja, einfach mal so, da. Okay. Überraschend zwar, aber... Okay, passt schon. Müssen wir mal gucken. Nikoro und Teddy Ursa, ne? Ach, die könnte ich ja schon erlösen. Stimmt ja. Jo, neues Krypto-Pokémon. Und zwar Schnäppke. Alles klar. Ja, würde ich jetzt erstmal so sagen. Schockwelle auf Schnäppke und Rückkehr auf Vipitis. Ah, der Giftschweif, der könnte uns böse Schaden zufügen. Ganz böse. Eieiei. Na ja, gut, Kryptowelle wird ja wieder durch zwei geteilt, ne? Ja. Die wird ja wieder durch zwei geteilt und jetzt die Schockwelle. Ich hoffe, die ist nicht allzu stark. Ne, ist sie nicht. Alles klar. Rückkehr. Und Badabam. Ja, Rückkehr macht noch immer hier echt am meisten Schaden. Das gefällt mir. Allerdings glaube ich, ich kann schon einen Krypto-Schlag auf Schnäppke machen und Rückkehr auf Vipitis. So wie immer halt. Na, 1 KP, lolz. Ja klar, jetzt schadet mir wahrscheinlich noch das Gift. Ja, Kryptowelle trifft uns eh beide, von daher haben wir verkackt. Da haben wir leider verkackt, Leute. Ja, nee, ist klar. Mach ruhig weiter. Dann nehme ich lieber mein liebes Flamara. Weil sonst wird das Ganze ja echt ein bisschen schwer. Ein bisschen. Rückkehr, badaboom. Damit haben wir das gute Vipitis schon mal ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Golbat. Okay, kein Krypto-Pokémon. Ich versuche jetzt mal... Nee. Doch, ich versuche mal eine einzige Glutattacke und Rückkehr auf Golbat. Ich hoffe, Erstauner erschreckt uns nicht. Nee. Dürfte eigentlich nicht. Nö. Also dann, Glutattacke. Ja, nee, ist klar. Ja gut, okay, haben wir das Schnäppke halt nicht gefangen. Ist jetzt nicht allzu wichtig. Wenn es jetzt eins wäre, was mir mehr gedient hätte, wäre es ja noch okay gewesen. Aber so, na gut. Kann ich mit leben? Gut, dass ich keinen 100% Run mache. So, Rückkehr. Ist klar. Golbat und Rückkehr. Manometer, ey, wir könnten echt mal langsam was stärker werden. Damit das Ganze hier mal ein bisschen erträglicher wird. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Komm, Rückkehr, badaboom. Sehr schön, bye bye. Ah, Teddy Ursa, komm schon. Den schaffen wir jetzt auch noch, oder? Komm, Flamara, Blutattacke. Ja, sehr gut. Das hat doch ordentlich gezogen. Jetzt noch eine Rückkehr drauf und das war's. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es. Und so langsam hoffe ich mal, dass sich Teddy Ursa langsam mal entwickelt. Wann war das nochmal? Ab Level 36? Ich habe echt keine Ahnung mehr. So, nee, ist klar. 1 KP oder so, ne? Jetzt brennt es auch noch. Nee, Tackle. Schade. Aber gut. Jetzt ist das... Ey, die Verbrennung, warum hat sie mir nicht geschadet? Lol. Egal, ist eh down. Tja, und Teddy Ursa ist Level 26. Sehr gut. Das gefällt mir doch sehr. Du bist wirklich ein fieses Kind. Ja. Schnäppke ist geflüchtet. Ja. Schade, schade, schade.
Das hättest du nicht finden dürfen. Aber weißt du was? Es ist reine Zeitverschwendung, Primus den Brief zu geben. Warum? Kein Plan, warum das? Verstehe ich nicht. Aber okay. Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Wie war das? Team Krypto ist hier. Sag mal, sehen sie vielleicht so aus? Ach nö. Noch so ein 0815 Power Ranger, ey. Oh. Was habe ich nur getan? Tramurz und Tanzer? Wie jetzt? Tanzer war Pflanze. Ach nee, schau mal an. Ja, das musste ja sein, ne? Ausgerechnet das Schwerste. So, nehmen wir erstmal eine Rückkehr und dann, nee, gar nicht wahr. Wir nehmen, nee, Moment, Finte nutzt ja gar nichts. Ich weiß gerade überhaupt nicht, ob normale Attacken bei Unlicht gewirkt haben. Weiß ich jetzt echt nicht. Doch, hat gewirkt. Okay. Pass wackelt halt Luft. Kramurks ist down. Schön, schön, schön. So muss das ja auch sein. Gut, hervorragend. Ariados. Ist jetzt auch nicht so das große Ding. Na, Glut, bitte geh nicht drauf. Also, du ja. Ja. Du natürlich, du gehst natürlich jetzt nicht drauf. Auch das war mir klar. Oh nein, wieso Teddy-Ursa? Egal, ich bin zu faul, einen Trank einzusetzen. Müssen wir mal gucken. Flamara haben wir ja noch. Langsam könnte ich einen EP-Teiler gebrauchen. Dann wäre alles einfacher, Leute. So, eine Glutattacke und eine Glutattacke. Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, reicht sogar schon aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir das Tanzer nicht auch ausnoggen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich glaube schon. So, nice. Und Kamaup setzt auch Blut ein. Ja, obwohl 18 und 20 plus, ne, ist doch ein Unterschied. Kryptoknall. Kryptoknall zieht ihm auch noch was ab, ne? Ja. Da muss ich jetzt drauf achten. Mit Flamara werde ich sofort einen Pokéball einsetzen. Und mit Kamaup noch einmal angreifen. Das sollte eigentlich reichen dann. Ich hoffe es zumindest, denn so ganz ohne Pokémon möchte ich das Let's Player ja auch nicht haben, ne? Ja, sehr schön. Tanzer wurde gefangen, war jetzt nicht allzu schwer. Tja, Kumpel. Das haben wir jetzt verkackt, war Gunther? Ja, wir sind raus. Tja. Ich sag ja, das ist jetzt aber ganz böse verkackt, mein Freund. Ganz, ganz böse. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, wir sind Primus, wir alle. Man bewundert uns in jedem Falle. Man kennt uns hierzulande, denn wir sind die Primus-Bande. Abzählen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist prima. Wir sehen uns so ähnlich, dass ich selbst nicht mehr auseinanderhalten kann. Weiß jeder, was er zu tun hat? Es ist unsere Aufgabe, den Gegner zu verwirren. Wir werden uns verteilen und die Aufmerksamkeit von der Prima Arena ablenken. Wenn alles glatt läuft, haben wir Aussicht auf den Posten als Vorstand. Vielleicht. Meine Brüder, führt eure Aufgaben mit Eifer und Sorgfalt aus. Auf eure Position.
du Schande. Was geht denn jetzt ab? Gut. Wir müssen ganz zackig hier im nächsten Part die falschen Primus-Leute ja zur Strecke bringen, zur Fall bringen. Und hier ist jetzt keine Schwester Joy. Das passt mir jetzt gar nicht. Wieso ist hier keine Schwester Joy? Mann. So ein Mist. Komme ich aus der Stadt raus? Ja, ich komme aus der Stadt raus. Ja, gut. Eben mal kurz gucken. Da muss ich eben nach Pyritus. Und mich da eben heilen, weil in dem Hotel. Weil sonst ist hier echt ein bisschen schlecht. Warte mal, eben da war die Zelle, da war das. Ein Shop ist da. Hier war das Hotel. Ja, und dann kann ich ja, Moment. Dann kann ich ja auch noch eben, würde ich sagen, ja, wo kriege ich jetzt Pokebälle her? Moment, wo? Da. Ich glaube hier. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Okay, super Bälle. 51 Stück sollten ausreichen. Sehr gut. Gut. Ja, gut. Dann haben wir uns ja schon mal gewappnet für die nächsten Kämpfe. Mit den falschen Primussen, meine lieben Freunde. Ich bin da sehr gespannt, wer sich wirklich dahinter verbirgt. Denn irgendwie traue ich dem Braten ja nicht so ganz. Ne, also, ne, ich weiß ja nicht so recht. Naja, meine lieben Freunde, ich habe schon so einen ganz, ganz minimalen Verdacht, wer sich hinter diesen Primussen verbergen könnte. Allerdings werden wir das erst in den nächsten Part oder auch in den nächsten Parts herausfinden. Ich bin euer Let's Play E-Gamer. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao, euer Let's Play E-Gamer.